So, meine Damen und Herren, heute macht Silent nicht die Anmod, sondern ausnahmsweise mal ich habe da was vorbereitet. Momentchen. Ich bin gespannt. Ich weiß selber nicht, was auf uns zukommt, also Entschuldigung schon mal an alle vor. Ich habe eine Ballade geschrieben für Portal. Eine Poetry-Ballade. Okay. Momentchen, ich muss, wir wissen ja alle, vielleicht diejenigen, die in Geschichte nicht so aufgepasst haben, die Poetry-Balladen waren quasi der Vorgänger der Poetry-Slams. Haben die Barden damals im Mittelalter gerne gesungen. Oder gerappt, wie je nachdem. Ich muss mal kurz mein Mic holen. Brauchst du ein Beat oder so von mir? Test, hallo? Ist das Ding an? Hört man mich? Ja, man hört dich. Hallo? Ja, hallo. Oh, ich höre dich. Okay. Ja, okay, gut. So. Okay, gut. Test. So. Okay, jetzt geht das Mic. Wir hatten gerade ein paar. Oder ist das einfach der Hall? Es könnte der Hall sein, hallo? Ist ja, das schlimm? Okay, nee, es geht. Das ist der Hall, glaube ich. Okay, ja, das liegt an der Technik. Tut mir leid, Leute. Ja, Technikprobleme kennt man ja. Okay, gut. Die Ballade von den Portalrittern. Warnung! Die folgende Poetry-Ballade enthält starke Sprache und mag entrüstend auf humorschwache Individuen wirken. Das mal vorweg. Es gibt es. Gegrüßet seid ihr alle zum Abenteuer mit den Portalrittern. Ihr müsst es alle weiter twittern und das geschwind gleich dem Wind, dass wir verdammt nochmal awesome sind. In unserem geilen Letters-Spiel erwarten die Leute erst nicht viel, doch hängen sie schnell im Folgenbinge bei all dem qualitativen Wurmloch-Cringe. Willkommen zu eurer Märchenstund. Die nächsten Minuten geht's gleich rund mit der Geschichte von zwei Abenteurern. Ein hohler Wikinger, der eine ist und sehr, sehr gerne Schaden frisst. Der andere, wohl ein Kleptomane, ist geistig auch nicht ganz Banane. Mr. Mustache und Elvis Rumpelrohr heißen sie, zwingen jedes Monster in die Knie. Verflucht, verhext, zerstückelt, zerhackt, Vernunft ist beknackt. Emse kloppen sie verbissen, Orks werden zusammengeschissen. Jeder noch so kleinen Fledermaus reißen sie das Auge raus. Orkscher Hauptmann, einmal bücken, dir klopf ich zweimal auf den Rücken. Fühlt sich wie ein Schlachterlamm, wenn ich ihm meine Axt reinramm. Hallo du Vogel, dein Name ist Flo, ich schwing mein Ökostift und mach dich K.O. Expecto Ferrecto, esoterischer Astro, aus dir mach ich ganz schnell ein zuckendes Sitzklo. Wer ist denn diese hässliche Dame? Lancelot, sagst du, ist der Name? Ein Ritter sollst du sein? Und du dienst einem Arthur? Tafelrunde? Rittereid? Schwert und Schild und Panzerkleid? Ach, hör schon auf, wir hauen uns weg, du halbstarker transsexueller Wichsfleck. Ein Klaps von Paps mit Faust und Schwaps, schon liegt unser Kokosnussritter im Dreck. Und beide, ganz klar, halb senil, erreichen sie in diesem Spiel den letzten Boss, das schwerste Stück, und kommen dann nach Haus zurück und Barden singen dann das Lied von der Legende über die beiden, wie sie kämpfen und wie sie leiden und ruhmreich wie weise am Ende voll Glück, zufrieden und leise dahinscheiden. Und das ist das Ende von diesem Stück. Drops the mic. Dankeschön. Ja, das sind ja schon hohe Stücke auf jeden Fall, die du da auf uns besingst oder wie auch immer. Poetry Slams. Ja. Ja, also beste Anmod ever, würde ich mal sagen. In einem Let's Play. Ich hoffe, dass das alles so eintritt. Ich bin schon gespannt auf Jungfrauen und Badengesänge, die uns dann erwarten, wenn wir dann erfolgreich den Endboss besiegen. Ich freue mich auch. In 200 Episoden wahrscheinlich. Okay, ich hatte ein bisschen Lampenfieber. Gut, wenn du willst, kannst du nochmal normal anmoderieren. nee, Quatsch. Aber wie ihr sehen könnt, hat sich einiges getan. Nicht nur, dass wir die Anmoderation, ab jetzt erwarten die Leute das bestimmt immer, dass du sowas schreibst. Oh, schön. Am besten, was in der letzten Folge passiert ist, dann in Balladenform. Ja, genau. Ist doch gar nicht viel Arbeit oder so. Nee, kein bisschen. Nee, eigentlich saß ich auch gar nicht so lange dran, nur ein paar Stunden. Na gut, wir sollten mal hier, also wir haben diese Burg gefunden, ne? Die haben wir geclaimed und ich war mal so frei und habe offline den Umzug gestartet und habe mal alle Sachen hier rüber transferiert. Das sieht man jetzt auch, hier stehen überall Kisten und unsere Crafting-Station. Und ich war auch so frei und habe schon mal offline so eine Landestation gebaut. Hat gar nicht so kurz gedauert. Also das Ding, das hat gut 10 Minuten gecraftet. Mhm. Das war's eigentlich soweit. Die können wir jetzt mal gemeinsam in der Folge
ausprobieren. Ich weiß gar nicht, was ich darunter zu verstehen habe, weil diese Landestation sieht anders aus als die Plattform, auf denen wir eigentlich immer spawnen. Ja, ich bin auch gerade ja woanders gespawnt, ganz normal in der Welt, nicht hier auf dieser Plattform. Vielleicht muss man die noch aktivieren, hier sind ja noch so Klötze. Ja, ja. Die nur ich frage mich, was dieser Pfeil zu bedeuten hat dann. Ich hab mir schwant Übles. Okay. Okay. Ah, jetzt ist es aber die normale Optik. Ja, okay. Okay, dann was ist jetzt mit der anderen Plattform passiert? Hat die sich jetzt in diesem Moment aufgelöst? Warte, ich spring mal rüber. Scheiße, ich habe keine Erde. Als Magier bräuchtest du eigentlich noch so ein... Achso, dann guck du mal bitte. Ich kann von hier oben kaum was erkennen. Doch, cool. Da oben ist was. Die ist noch hier, aber die ist jetzt so ganz normaler Stein oder so. Ich baue die mal ab. Achso. Mal gucken, was dabei rauskommt. Rucksack voll. Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, das ist irgendwie ganz normaler Ruinenstein oder sowas. Ah, okay. Na gut, wir haben noch eine Quest, sehe ich gerade. Bringe diese Items zu Linda, die Kupfersense, genau, ich erinnere mich. Ja. Die haben wir noch irgendwo, wenn die beim Umzug nicht irgendwie vom fleißigen Möbelpacker Yokai kaputt gemacht wurde oder irgendwo verloren gegangen ist, müssten wir die ja irgendwo noch haben. Die müssten wir ja auch, ja, ich erinnere mich, wir haben die irgendwo. Jetzt müssen wir nur die Kisten hier alle abklappern. Das ist so die Scheiße, die Kisten sind teilweise noch unsortiert. Oh, ich habe sie. In den Rucksack packen. Jetzt stellt sich die Frage, wo sich dieser NPC noch einmal befand. Oh je. Warte mal. Ich muss irgendwo mal meinen Kram loswerden. Mhm. Das ist alles wirklich ziemlich unsortiert. Ah, so. Da ist noch ein bisschen Platz. Haben wir denn noch irgendwo eine Kiste, wo einfach Platz ist? Ich guck mal. Was ist das denn hier? Erhabene Wasser. Die haben ja noch ein bisschen Platz, aber... Hier ist auch noch ein bisschen Platz in dieser Kiste hier. Müssen wir dann auf jeden Fall mal bei Zeiten wieder ein bisschen sortieren. Mhm. Ah, hier sind die Haustiere. Dann auch wieder offline. Sag mal, wo sind eigentlich die ganzen Haustiere her? Offline beim Umzug habe ich mich voll gewundert, dass da auf einmal so viele Haustiere drin sind. Bei dem Kerl gekauft, der Haustierhändler. Okay. Ich habe halt die ganzen Türen verkauft, die ich dabei hatte. Es waren ja einige. Ja. Ich hatte die ja eigentlich für hier gekauft, für unsere Bude, aber ja, die kann man ja auch nochmal abbauen gehen. Ist jetzt nicht so, als wäre das verloren. Mhm. Ah, okay, ich sehe jetzt sogar, dass du eine Kupfersense eingesammelt hast. Bei mir steht 0 von 1 und wenn das dann hochscrollt, ist da so ein Freundeszeichen und da steht dann 1 von 1. Ah, okay, interessant. Ach ja, und das hier ist der Bandkreis, den hat der gute Yokai auch schon aufgestellt. Ja, der geht's. Ich habe unten im Keller noch meinen aufgestellt, weil so weit ging der jetzt auch nicht wieder runter. So haben wir quasi 2 Bankkreise in unserer Burg. Mhm. Das Gute ist, dass jetzt durch die Bankkreise auch irgendwie die Überflutung hier verschwunden ist. Ach. Weiß ja, unser Keller stand hier unter Wasser und unser Erdgeschoss. Und das ist jetzt auch mehr oder weniger verschwunden alles. Nur halt ganz unten fängt es schon wieder an mit der Überflutung. Mhm. Aber es gibt zum Glück hier jetzt keine Monster mehr. Sollte es theoretisch nicht geben. Ah, cool. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir hier unten überhaupt waren. Doch, wir waren hier unten schon. Ich meine ja. Hm. Warte mal. Schließen wir mal die Tür. So. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal diesen NPC finden. Genau, die Bäuerin, Linda. Die geile Linda. Sau. Linda. Passt perfekt. Ah. Ach Gott. Tja, ich bin gespannt, ob die Linda begeistert ist von der Sense. Und ob wir sie dann einladen können zu uns. Zu spaßigen Wurmlochreisen. Die Sense ist ja auch nicht ganz kostenfrei, nein. Auf jeden Fall. Mist, ich hätte vielleicht ein bisschen Erde mitnehmen sollen. Ich kann dir vielleicht was hinwerfen, wenn du willst. So viel brauche ich nicht, wie ich dabei habe. Ja, okay, das wäre nett. Warte. Halbieren. So. 63 Erdblock, okay. Das sollte reichen für die nächsten Folgen. Weißt du noch, wo die war? Die hatte irgendwo einen Bauernhof, das weiß ich noch. Ich meine, das war. Ja, irgendwo am Arsch der Welt war die. Ich meine, das war. Auf jeden Fall. Ich
meine, das wäre am See gewesen. Am See? Ja, wir können uns ja am besten eigentlich aufteilen. Können wir mehr Fläche abdecken. Oh, hier ist ein Gegner. Ich muss erstmal wieder ins Kämpfen reinkommen. Ich bin schon richtig verrostet hier. Oh, ich bin Level Up. Oh, direkt ein Level Up. Sehr schön. Bist du jetzt ein Level vor mir wahrscheinlich, oder? Ich bin Stufe 15. Ja, ich und bin, glaube ich, noch Stufe 14. Ah, da habe ich aus Versehen offline gelevelt. Ja, ich denke mal, du hast ja noch was gegrindet, ne? Glaube ich, oder? Ja, da kriegt man auch teilweise Erfahrung. Ich habe ganz viel Stein abgebaut. Genau. Und natürlich unsere Hütte. Hier ist der Bauernhof. Alles, okay. Oder? Ja, der war auf jeden Fall irgendwo abseits. Willst du meine Sense? Eine neue Kupfersende, vielen, vielen Dank. Wuhu, hier nimm das als Belohnung. Oh, Linda, du musst dich doch nicht direkt... Oh. okay, ich kann das gar nicht abschließen, das ist auch geil. Dass sie sagt, hier, weil du die Sense ja hast. Oh. Klingt plausibel, ja. Lustig, dass sie dann erkennt, dass wir eine haben, aber dann doch nicht. Na, ich komme. Ja, die Linda ist auch nicht so... Die macht auch gern zweimal. Zweimal Belohnung. Die ist die hat sehr viel Ausdauer, ja. Eine neue Kupfersense. Vielen, vielen Dank. Hier, nimm das als Belohnung. Zip. 1504 EP und 29 Gold. Quest abschließen. Yay. So, jetzt bin ich auch Level Up. Level 15, gab's da nicht irgendwas Schönes? Bestimmt, oder? Neues Talent, ja. Da habe ich Mana-Fluss. Ich habe nicht geguckt. Regeneriert 5% Mana, nachdem ein Feind besiegt wurde. Oder L-Zauber verringert die Abklingzeit von Zaubern um 25%. Okay, ich habe das gleiche nur halt für Krieger. Also mit Leben und mit Abklingzeiten für Fähigkeiten. Mhm. Ich würde gern beides haben. Mana regenerieren ist natürlich auch cool. Abklingzeit von Zauber verbraucht natürlich dann noch mehr Mana, als man sowieso schon verbraucht. Im Moment habe ich aber eigentlich keine Mana-Probleme, deswegen nehme ich erstmal das, bis ich dann irgendwann mal Mana-Probleme bekomme. Ich nehme hier das mit dem Leben, hilft mir ein bisschen besser zu tanken dann. Alles klar, dann haben wir das abgeschlossen. Ich glaube, sonst gab es jetzt hier in dieser Welt auch nichts zu sehen. Nicht, dass ich wüsste, nee. Dann können wir uns theoretisch auf in andere Welten machen. Huch. Könnten wir, ja. Wir müssen immer noch eine Welt mit Leinenstoff finden. Ja. Der leidige Leinenstoff. Wenn du kriegst, ja. Warte mal, haben wir denn nicht was freigeschaltet? Zufällig? Ich meine ja, wir können den Boss machen. Jetzt als nächstes. Könnten es zumindest versuchen, sagen wir mal so. Okay, wollten wir den nicht... Wasserquelle, 5 Stunden verbleibend. Eine Wasserquelle ist auf dieser Insel aufgetaucht. War das ein Glitzern im Wasser? In der Granatbucht gibt's da wieder so ein Special. Mhm. Ich weiß nicht, entweder machen wir das oder den Boss. Ich wäre für den Boss. Ja? Ja, okay, wir können gut. Mal versuchen. Wahrscheinlich schaffen wir ihn eh nicht. Und dann werden wir später dorthin zurückkehren. Wurmgrube. Oh je. Ich befürchte das Schlimmste. Bestimmt irgendwie so ein... Ich muss mir gerade so eine riesige Düne vorstellen, so à la Dune. Ja, dem Film, mit so einem riesigen Sandwurm. Die Wurmgrube. Oh, ganz und gar nicht. Grüne Giftwürmer. Alter, gleich mal einen Screenshot machen hier, warte mal, positioniere ich mal süßer. Ah, warte, dann mache ich auch direkt sehr ein. Sehr cool, sehr cool. Erinnert mich so ein bisschen an WoW Legion gerade so von der Thematik her. Ja, so mit vom der grünen Farbe. Setting her, ne? Ich hab's aber nicht gespielt, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ist das der Boss hier? Nein. Oh doch, dahinter. Oh, Alter. Was? Er ist immun. Alter. Oh Gott, ist er hässlich. Ich muss einen Screenshot machen. Er ist groß und ich muss auch einen Screenshot machen. Der ist immun gegen meine Angriffe. Oh. Der ist immun gegen alle meine Angriffe. Okay, vielleicht musst du diese Schwänzchen angreifen. Vielleicht müssen wir irgendwas zuerst machen. Ist er gegen deine Angriffe auch immun? Ja, das kann ich schlecht rausfinden. Der ist ja ein bisschen weit weg. Hier ist ein Wurmschwänzchen, das greifst du an. Ich glaube, das ist eine Schwachstelle, so nach dem Zelda-Prinzip. Er macht mir richtig Schaden. Oh, nee, aber Alter. Er haut richtig rein. Ja, aber dafür droppen die Gegner auch ziemlich viele Herzen und Mana-Dinger. So, warte. Hm. Also ich er ist auf jeden Fall immun. Man muss irgendwas machen. Ja, hier, das Wurmschwänzchen. Es ist so offensichtlich. Ja.
Hier spawnt manchmal immer wieder so ein Wurmschwanz. Jetzt ist er K.O., jetzt können wir ihn angreifen. Ja, es ist sehr stark. Meine Angriffe sind sehr stark gegen ihn. Nice. Boah, 680 macht mein, meine Blitzattacke. Jetzt ist er wieder immun, okay. Der Boss ist ja easy. Ja, wir sind einfach zu gut. Ja, oh, Alter. Das ist ja wirklich schon bei WoW hier. Richtig, erinnert mich ein bisschen an, wie heißt das Vieh nochmal? Der Lurker from Below. Aus Lurker, dem ersten DLC, Burning Crusade. Oh, da hab ich noch nicht gespielt. Das Wurmschwänzchen habe ich zwar immer noch nicht gesehen, was du meinst. Warte. Ah doch, hier die Maden, die da rauskommen. Ja, ah, das ist wieder eine größere, fettere Made. Das ist dann das Wurmschwänzchen. Scheiße, ich treff gar nicht. Er lässt sich gerne am Schwänzchen kraulen. Ja, mit meiner Axt vor allem. Kann ich ihn schön beschneiden. Ja. Und schön auf jüdische Art und Weise. Oha, ich bin fast tot. Oh ja, ich seh's. Ey, hier liegen überall, da hinten liegen noch Herzen. Ja. Und hier auf der linken Seite liegen auch noch ganz viele Herzen. So, hier ist das Wurmschwänzchen. So, kitzeln wir mal. Oh Gott, ich bin gleich tot. Hier sind noch ganz viele Herzen, komm zu mir. Ich tank so lange die ganzen Viecher hier. Ich bin wieder gut dabei jetzt. Okay, gut. So. So, ja, wo ist das kleine Schwänzchen? Lass uns Mütze Glatze spielen mit meiner Axt. Zeig es uns. Da so, kommt glaub, es, glaube ich. Da, hier ist es bei mir. Stirb! So. Boah, dass er auch immer auf die andere Seite von mir fallen muss. Stirb! Ja. Ja, da geht er down. So, was gibt's für Loot? Müssen wir jetzt darum würfeln? Sieg! Rezept für kupferner Schlegel. Das hört sich gut an. Rezept für Relikt des Donners. Ach du Scheiße, Rezept für hellblauer Kristallblock. Baumwollstoff habe ich bekommen 6-mal. Was ist das hier? Ganz gerne hier hoch. Oh Gott, ich glaube. Das sieht aus wie so eine Art Portal. Ich glaube, wir sollten da noch nicht rein. Kann ich hier hoch? Nein, ich kann hier gar nichts drauf platzieren. Wieso kann ich das denn nicht abbauen hier? Nee, kann man. Ja, keine Ahnung. Ist scheinbar kein Mana dran. Hier kann man hoch. Also, ich habe bekommen Rezept für Giftregen. Und das war's. Okay, interessant. Ich habe hier sowas, das nach Magie aussieht. Rezept für Relikt des Donners. Verwenden Sie dieses Buch, um ein neues Rezept zu lernen. Ich glaube, das. Warte, ich gebe dir das mal. Ich glaube, das ist mehr für dich was. Ja, ich lerne mal diesen Giftregen. Das klingt auch eher magisch als. Giftregen. Von der Schlegel. Okay, was ist das genau? Vielleicht eine Fähigkeit. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Mal schauen, ob es bei den Fähigkeiten ist. Giftregen. Giftbomben regnen für 6 Sekunden vom Himmel. Die Bomben explodieren und verteilen in einem kleinen Bereich Giftschaden. Also Altar so Rang 3 braucht man dafür. Macht 70 Schaden, 176 Mana Kosten und 8 Sekunden Abklingzeit. Dafür brauche ich 6 grünen Smaragdstaub. Das kann ich lernen, kein Problem, wenn wir den Altar 3 hätten. Ich habe dir übrigens schon das Buch gegeben für... Ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß. Rezept für Relikt des Donners. Ja, das klingt nach einem nach einer Rüstung oder so, ne? Ja, nach so einem Schädel vielleicht. So ein Ding, was du jetzt gerade hast auch. Irgendwie. Ja. Mal nachschauen. Relikt des Donners. Wo haben wir es denn? Nee, das ist es nicht. Ah, Waffe wahrscheinlich bei den Waffen. Am Altar vielleicht? Nein. Am Amboss? Auch nicht. Was ist es denn? Der andere wurde mir direkt angezeigt. Ich gehe einfach mal überall durch. Oh, der Kupfer an der Schlegel ist ja richtig gut. Und den kann ich sogar bauen. Der ist besser als die Axt. Ja, den mache ich. Immer noch nicht gefunden. Da liegt es Donners unter Waffen, würde ich jetzt vermuten. Also entweder bin ich blind oder... Vielleicht ist es auch ein Zauberstab. Ich habe jetzt alles durchgeguckt und habe es nicht gesehen. Vielleicht ist es... Guck mal, bei Rüstung, vielleicht ist es ja ein Ring oder so. Ich habe ja alles durchgeguckt jetzt. Ja. Sehr merkwürdig. Ja, vielleicht findest du es ja noch später. Ja. Okay. Ja, dann gehe ich mal jetzt ins Portal. Wer weiß, wohin uns das führt. Bist du ready? Ja, eine Sekunde.
Okay. Oder habe ich das vielleicht jetzt schon gelernt? Nee. Ich muss mir nochmal in der Aufnahme angucken, was da gerade passiert ist. Okay, dann gehen wir mal rein. Trop-di-top. Das klingt ja furchteinflößend. Trop-di-top. Klingt wie so ein Kinderfreizeitpark oder so. Ja, so ein bisschen, ne? Oder ein Getränk. Könnte auch sein, ja. Mit viel Zucker. Mit sehr viel Zucker. Auf jeden Fall ist die Wurmlochreise dahin ziemlich lang. Es scheint ein weit entfernter Ort zu sein. Na, gleich hat er es. Das Licht sehe ich schon. Ah ja, Stufe 10, wow. Alter, ich glaube, hier kriegst du diesen Palmen. Hier kriegst du 100% deinen Stoff. Hier gibt's bestimmt Palmen. Ja! Warte, schnell mal abbauen. Hier, das hier sind bestimmt die Palmen, die wir brauchen, glaube ich. Nee, hier, Palmenblatt kriegst du von denen. Hier von den kleinen Sträuchern auch. Die großen auch? Okay. Ja, die großen auch. Das ist endlich. Ich sammle auch mal gleich für dich mit ein. Dann können wir eigentlich die Aufnahme auch schon beenden, weil wir haben schon wieder die Zeit rum. Okay. Ich denke mal, das war auch ein würdiges Finale, wie wir den Boss da gelegt haben. Das konnte eigentlich, wie es dein Lied gesagt hat, es war eine Prophezeiung. Ja, wir sind jetzt voller Ruhm und Ehre und so. Ja. Zwar nicht nach Hause gekommen, aber weiter. Eigentlich, nein, noch nicht. Wir haben ja noch Abenteuer vor uns, aber eigentlich konnte es auch gar nicht schief gehen. Nee, das war wirklich einfach. Na gut, war eine geile Folge, ne? So mit der Anmod und dann noch dem Boss. Heute ist viel passiert. Ja, ich finde, es könnte mehr von diesen Bosskämpfen geben, aber es gibt ja noch ein paar. Ja, hat's auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. Ja. Vielleicht kann man das ja sogar wiederholen. Dann könnte man vielleicht nochmal gegen den Boss, aber ich glaube nicht. Kann man ja auf jeden Fall vielleicht nochmal reingucken, die Tage, ob der Boss vielleicht wieder da ist. Ja, willst du schwerer Abmod wird er, glaube ich, nicht. Oder? Soll ich, scheiße, ich habe aber keine Ballade für die Abmod vorbereitet. Kann ich ja fürs nächste Mal dann machen. Mach du mal die Abmod. Gut, Leute, also, wie der Yokai schon gesagt hat, eine Folge, wo wir wirklich viel erlebt haben, viel gesehen haben. Man erkennt wirklich immer mehr, wie viel Potenzial dieses Spiel hat und dass uns noch bestimmt eine richtig coole Reise vor uns liegt. Und wir hoffen einfach, dass ihr uns weiter begleitet auf dieser Reise und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Shot.